Teilnehmer der Gemeinschaften WEF. Wir freuen uns sehr, Sie ein weiteres Mal begrüßen zu dürfen bei unserer globalen Präsentation. Die Präsentation, das Training der Methodologie der Informationsübermittlung, das ist etwas, worauf wir Akzent setzen sollen, wenn Sie auf Ihren Präsentationen Ihren Menschen, Ihren Kollegen etwas zu dem Produkt Data Mining erzählen. Und natürlich möchte ich zuallererst Folgendes hervorheben. Am 1. August haben wir annonciert, dass alle Anrechnungen vom Verkauf bis zum 15. Juli bereits Mitte August fertig stehen. Alle, die am 15. Juli gekauft haben, haben alle Überweisungen erhalten also Überweisungen in Form von Marketingprämien. Da wurden Units und Krypto-Units angerechnet. Geduld vor allem, aber wir machen alles, was wir versprechen und versuchen immer gut zeitlich alles zu schaffen. Ich möchte meine lieben Kollegen mit Folgendem beginnen. Die vorliegende Technologie, die Technologie der Data Mining, ist eine hochaktuelle Sache. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Business von der NWEF und es ist wichtig, dass wir mit unserer Erfahrung diesen steigenden Trend haben erkennen können. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Boris Oyasso. Ich bin Manager im Projekt Digitale Zwillinge und Data Mining. Ich bin Abgänger von Meisterprofi. Online- und Offline-Teilnehmer des Marathons 260 und Trainer von unserem Spiel Genie der Finanzen. Wir warten auf das Online-Spiel, auf die Online-Version, wie viele von Ihnen. Heute haben wir mit uns zusammen unsere Partner Alexander Jemark, Chief Executive Officer der Firma Digital Doubles Incorporated, Product Manager der Firma Futurology AI und Executive Director der Firma Thies DB. Alexander hat mich unterrichtet über eine Reihe von IT-Produkten, die für den WEF vorbereitet werden. Ich war wirklich fasziniert, wie groß die Möglichkeiten sind, die auf uns zukommen. Einen Teil werden wir in Form von Geschenken, von Promotion Ihnen zur Verfügung stellen. Darüber erfahren Sie heute. Und wie gesagt, es ist ein sehr interessanter und ein sehr zukunftsversprechender Schwerpunkt. Mit uns gemeinsam ist noch Mitre Ratkovic. Herr Ratkovic ist Vizepräsident, zuständig für Entwicklung des Partnerschaftsnetzes der Digitalen Zwillinge, Direktor für Entwicklung und Vertrieb in der Firma Futurology AI und Spezialist für Aufbau von partnerschaftlichen Verkäufen, Spezialist auf dem Gebiet Blockchain und Kryptowährungen. Ja, Sascha, Alexander, wollen wir nun zu unseren standardmäßigen Seiten, Folien übergehen und wir wollen die Aufmerksamkeit darauf zuspitzen, worauf wir Akzent setzen sollen, wenn wir die Menschen informieren über unsere Projekte, damit die Kollegen Bescheid wissen, worum es sich dreht. Vielen Dank, du hast das Wort. Ja, Boris, vielen Dank. Liebe Kollegen, nochmal einen schönen guten Tag. Ich möchte den gemeinsamen Trend unterstützen. Wir sind außerpolitisch, aber wir in Russland verfolgen die Ereignisse, die Geschehnisse im Nachbarland. Wir haben warmes Mitleid mit den Nächsten aller Opfer und wir hoffen sehr, dass das in absehbarer Zeit beendet wird und dass das Volk Freiheit und Frieden erlangt. Das ist für uns sehr wichtig und mit großem Schmerzen im Herzen verfolgen wir die Geschehnisse und wir unterstützen Sie, unsere lieben Freunde und Brüder aus Belarus. Nun zu unseren Technologien. Die sind international und die sind natürlich weltweit orientiert, weltweit ausgerichtet. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die ganze Menschheit erobern, in Anführungszeichen. Wir arbeiten mit Englisch, mit Spanisch,
Chinesisch und Japanisch wollen wir im nächsten Schritt ergreifen und die russische Sprache, denn die russische Sprache wird fast von einer halben Milliarde Menschen gesprochen. Alle großen Sprachen, die sogenannten Top 10 oder Top 20 Sprachen, wollen wir umfassen, weil 90% der ganzen Menschheit diese Sprachen sprechen. Es ist uns wichtig, dass die Produkte international ausgelegt sind, dass sie für alle verständlich sind, für alle Business-Einheiten in jedem Land der Welt, denn die ganze Menschheit hat ungefähr dieselben Probleme. Es ist wichtig, dass man das Business geschützt bleibt, dass es ausgeweitet wird auf eine große Zahl von Regionen. Wenn es ein internationales Geschäft ist, wenn es ein lokales Business ist, ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in dem jeweiligen Land darüber erfahren, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Mitarbeiter und das Management mit großer Motivation an ihrer Arbeit herangehen. Das ist eine absolut standardmäßige Situation. Das sind die standardmäßigen Anforderungen weltweit natürlich für Menschen, die im legalen Bereich arbeiten. Für sie ist diese Technologie gedacht. Boris hat das Geheimnis ein bisschen gelüftet. Wir haben eine Reihe von Produkten eingeplant. Wir haben mehrere Schwerpunkte in Zukunft und jeder für sich kann den Schwerpunkt nehmen, der ihn am meisten interessiert. Es gibt zwei globale Schwerpunkte. Einmal alles, was digitale Zwillinge angeht und Artificial Intellect, künstliche Intelligenz. Und das, was Datenbanken angeht und alles, was Verbindungen mit der Technologie Blockchain bedeutet. Denn die Blockchain-Technologie ist an sich sehr zukunftsversprechend und sie eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Aufbau von Technologien auf der Basis von Blockchain. Wir beschäftigen uns mit diesen Technologien seit einigen Jahren und ich denke, dass wir in nächster Zeit das präsentieren und dass wir diese auf die Palette der globalen Produkte den Wert aufnehmen. Dieses Training, dieses Seminar, dieses Webinar widmet sich nicht dem Produkt an sich. Also wenn jemand neu dazu gestoßen ist, kann gerne auch über Produkt erfahren werden. Aber wir sprechen jetzt gezielt über die Methodologie des DAR. Legens. Also unsere Freunde aus der pazifischen Region, aus Australien, Neuseeland, Indonesien, unsere europäischen Freunde, unsere Freunde aus den Vereinigten Staaten, präsentieren dieses Produkt. Ich verfolge, wie das in verschiedenen Sprachen läuft. Es ist hochinteressant. Natürlich verstehe ich vieles gar nicht, aber ich schaue auf die Atmosphäre. Also die Präsentation erfolgt von unseren Partnern und das muss so sein, denn wir sind alle Menschen. Wir können nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche das Produkt weltweit zeigen. Wir bemühen uns, aber unsere Ressourcen sind beschränkt. Und es ist wichtig, dass die Leader in den jeweiligen Gemeinschaften, in den jeweiligen Ländern die Initiative ergreifen. Und das Ziel dieses Webinars besteht darin, dass man hilft, dass man dabei unterstützt, wie man Informationen an die Menschen übermittelt, damit die Menschen wissen, was wir machen, damit digitale Zwillinge und Data Mining nicht vermischt werden. Das ist eine der gängigsten Fragen nach wie vor. In Afrika haben wir ein Webinar gemacht. Wir müssen übrigens mehr machen. Also wir hatten nur zwei Webinare bis vorher. Und Südafrika und in Nigeria. Afrika ist ein riesiger Kontinent. Fast 1 Milliarde Menschen leben dort, auch wenn ein bisschen weniger, ganz viele trotzdem. Und das ist für jedermann interessant. Da es sich handelt um eine Produktpalette, da ist eine Vertiefung in Afrika von großer Bedeutung. Wie gesagt, eine der wichtigsten Fragen. Was ist der Unterschied zwischen digitalen Zwillingen und Data Mining? Daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, dass die Menschen nicht ganz verstehen, was wir machen. Wir sprechen vieles auf Englisch, aber nicht alle sind der Sprache mächtig und das ist so ein bisschen das Problem. Ich werde mich jetzt nicht lange über das Thema auslassen. Ich mag nicht lange Vorlesungen, obwohl ich es kann. Aber wie gesagt,
zwei Schwerpunkte in Verbindung mit digitalen Zwillingen und ein Schwerpunkt in Verbindung mit Data Mining. Die sind ein bisschen verwandt. Ich möchte jetzt über die drei Schwerpunkte sprechen, jeweils 7 bis 10 Minuten pro Schwerpunkt. Dann soll Petri weitermachen. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie die Informationen über das Produkt übermitteln. Wenn es geht, schalten Sie mich zu der Folie mit den digitalen Zwillingen. Das ist ein Stück weiter. Ja, wir haben damit angefangen und wir machen das nach wie vor. Das ist ein ziemlich komplizierter Schwerpunkt. Er ist damit verbunden, dass der Mensch sich doppelt mit Hilfe von unseren Technologien in die Dellen der künstlichen Intelligenz taucht er seine Insel ein und sein digitaler Doppelgänger, Zwilling, entsteht, arbeitet zunächst sehr einfach, entwickelt sich mit der Zeit, wird zu einer seriösen Figur und kann manche Handlungen für den Menschen übernehmen. Wofür muss es gemacht werden? Es gibt viele Gründe dafür. Wir haben sie hier ausgewiesen. Man kann Menschen kennenlernen, man kann mit Menschen kommunizieren, man kann Menschen für irgendetwas motivieren, man kann aber verkaufen oder man kann nach Investitionen suchen. Sie entscheiden darüber selbst. Es sind alles Kommunikation, das sind Versuche, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ins Gespräch zu kommen. Wir unterscheiden einige Typen der Motivation. Wir haben einige Typen angegeben, aber wie wir das sehen, sind die meisten unserer Partner, die bereits Miner sind oder es vorhaben, Miner zu werden. Wir haben übrigens schon 5.000 Miner, also eine sehr beträchtliche Zahl von Menschen. Wir haben sehr viel Feedback, in der Regel positiv. Ja, bei manchen funktioniert vielleicht nicht alles richtig, aber das ist auch normal. Alle sind Menschen. Manche verstehen das Wissen besser, manche sind weniger bewandert im Bereich IT-Technologien. Das lässt sich alles machen. Aber die meisten wollen verkaufen und noch verkaufen. Das heißt, die Menschen wollen den Schwerpunkt entwickeln, der für sie von Interesse sind. Die digitalen Zwillinge können dabei helfen. Aber die digitalen Zwillinge als Technologie sind im Moment noch ein schwerer Stoff. Es muss daran noch gearbeitet werden. Also es muss eingeführt werden, implementiert werden. Also es muss noch etwas getan werden, irgendeine Vorbereitungsaktivität. Deshalb haben wir gestartet mit Data Mining. Das ist ein anderer Schwerpunkt, der uns helfen kann. Aber wir verstehen, dass Menschen eigentlich ursprünglich das Ziel hatten, zu verkaufen. Manche sind eingestiegen, aber nicht alle haben richtig das Ganze angepackt. Denn viele arbeiten noch, die haben nicht genug Kraft, die haben nicht genug Zeit. Denn es ist ja immer eine Entscheidung, was man macht. Angestelltenarbeit oder Umgang mit Familie oder Versuch, sich geschäftlich zu betätigen. Also man kann einen Helfer einstellen, aber es ist lange, ineffizient und teuer. Man sollte stattdessen einen digitalen Zwilling einstellen. Das ist kostengünstiger und das ist eine sehr gute Idee. Ich war davon von Anfang an begeistert. Es ist klasse, wenn man einen hat, der mir hilft. Diese Idee begeistert sehr die Menschen und wir basieren darauf unsere Technologie. Jeder hat seinen eigenen digitalen Zwilling und Helfer oder 2 oder 3 oder 1.000 und die machen für einen irgendwelche Vorbereitungsaktivitäten und darauf aufbauend kann der Mensch Treffen organisieren und so weiter. So verkaufen wir das auch. Methodologisch ist es wichtig, dass man damit beginnt, denn jeder Mensch will, dass er einen hat, der ihm hilft. So war das immer von der Schaffung, von der Kreation der Menschheit, der Welt an. Jeder Meister hatte einen Gesellen, jeder junge Mensch wird von jemandem erzogen und und. Die digitalen Helfer wiederholen im bestimmten Sinne das, was wir tun. Sie fangen an mit kleinen, simplen Sachen wie ein unerfahrener Neuling,
Aber dann wird die Erfahrung gesammelt. Das ist ein Prozess, das muss man so sehen. Dass der Prozess hat Pluspunkte, aber auch negative Seiten. Es dauert ein bisschen länger, aber alle wollen das sofort haben. Aber bekannte Tatsache, wenn etwas sehr schnell stattfindet, ist die Qualität in der Regel nicht genügend. Wenn Sie nicht erfahren sind und etwas schnell machen, ist das Ergebnis etwas schlechter, als wenn sie es langsam gemacht hätten. Die Prozesse der Evolution hat niemand abgeschafft in der Natur. Man kann nicht alles in einem Tag schaffen. Das ist übrigens auch über den Wechsel der Macht in dem einen oder dem anderen Land. Es geht nicht an einem Tag. Das ist auch ein Prozess. Die Veränderung der menschlichen Persönlichkeit dauert auch. Eine Hochschule kann man nicht absolvieren in einer Woche und ein Kind kann nicht sofort nach dem Kindergarten an die Universität, denn es erfolgt ein Qualitätswandel, Übergang der Quantität zur Qualität, eines der Gesetze der Dialektik. Genau hier ist die Logik. Wir können nicht einen digitalen Zwilling an einem Tag ausspucken. Das sind Monate Arbeit. Aber wenn wir es angelernt haben, können wir einen Teil der Arbeit von uns abwälzen. Jetzt wollen wir übergehen zum Data, zur Data Mining. Jetzt die nächste Seite, bitte. Ja, was ist Data Mining? Data Mining ist vor allem Erstellung von Datenbanken, bestehend aus potenziellen Kunden. Warum? An wen wollen wir verkaufen? Das ist die Frage. Man kann natürlich von null an Kunden suchen, aber jeder Sales Manager wird Ihnen sagen, dass es ein sehr komplizierter Vorgang ist, wenn Sie von 0 auf 100 Kunden suchen, denn die Arbeitsaufwände sind ein Vielfaches davon, als wenn Sie eine fertige Datenbank haben. Man kann einen einfachen Vergleich, einen simplen Vergleich noch anführen. Das Auto beim Starten verbraucht viel, viel mehr Sprit beim Anfahren, als wenn das Auto im gewissen Tempo verbraucht. Also statt von 0 auf 100 erfordert viel Energie, um die große Masse an diese Geschwindigkeit zu bringen. Wenn das Auto fährt, ist der Verbrauch gar nicht so hoch. Wenn Sie jemanden neu suchen, müssen Sie sehr viel Zeit und Kraft investieren. Wenn Sie eine fertige Datenbank haben, bestehend aus potenziellen Kunden, müssen Sie weniger Bemühungen, weniger Anstrengungen vornehmen. Anstrengen muss man sich trotzdem, denn das Geld kommt ja nicht von ungefähr, fällt ja nicht vom Himmel. Wir haben zwei Angebote gemacht, zwei Schwerpunkte vorgeschlagen, obwohl es Dutzende davon gibt. Die Datenbank ist nicht an einem Tag zu sammeln, das ist Tatsache. Und da man diese nicht an einem Tag sammeln kann, ist es auch, dass man den Menschen erklärt. Wir lassen außen vor, dass die Einstellungen bei manchen falsch waren. Aber angenommen, es funktioniert bei Ihnen alles ideell, gut eingerichtet, funktioniert alles klasse. Aber eine der Fragen von den Minern, die bereits arbeiten, also das Mining erfolgt langsam. Das Mining funktioniert aber normal. Man kann die Geschwindigkeit ein bisschen steigern. Wir arbeiten daran, aber es ist eine technologische Frage. Das gehört nicht zum Kompetenzbereich Marketing oder Business. Wenn Mining langsam ist, heißt es nicht, dass die Technologie nicht funktioniert. Wenn die nicht funktionieren Also der. würde, würde das Mining überhaupt nicht funktionieren. Ja, und am Tag haben wir ein paar hundert Miner plus, also die Menschen kaufen Lizenzen und dann jemand aktiviert das Mining nicht oder erst nachher oder will das überhaupt nicht aktivieren. Also meistens natürlich schon, aber dann das ist das Ziel, ja? Das Ziel einfach kaufen und aktivieren und das nutzen. Aber das ist die Tatsache. Also Zuwachs ist so 20.000, manchmal 8.000, manchmal 40.000. Also das ist Durchschnitt. 20, 22.000 am Tag. Wir haben schon in der Datenbank fast 900.000. Und wenn wir die 1-Million-Marke erreicht haben, dann werden wir das bekannt geben und so weiter. Also Facebook hat
die erste Million gehabt. Die haben auch in diesem Film einen großen Bildschirm gehabt und die haben in Echtzeit einfach mal eingeblendet, wie stark die Daten, wie schnell die Datenbank wächst. Also wir werden das auch machen. Und sie werden dann in Echtzeit verfolgen, wie sich die Teilnehmerzahl entwickelt. Und sie haben im Account 100 Menschen und dann morgen vielleicht 105. Aber in der Gesamtdatenbank sind es Tausende. Data Mining, das ist kein Service für persönlichen Handel. Also sie werden ein Teil eines großen Ökosystems und wir sind eine gemeinsame, gegenseitig abhängige Gemeinschaft. Also ich, mein persönliches Account demonstriere ich, zeige ich jedes Mal bei Webinaren, wenn ich erkläre, wie man das macht. Also das ist kein Fake. Also wir alle gemeinsam, wir sind alle ein Teil einer großen Datenbank. Data Mining ist der Prozess, es ist der größten Datenbanken. Facebook hat jetzt 2 Milliarden, 100 Millionen ungefähr. Und wir wollen 5 Milliarden erreichen. Wir wollen dreimal größer sein als Facebook. Facebook ist $1 Billion und wir wollen $3 Billion wert sein. Also das ist ein anspruchsvolles Ziel, ein großes Ziel. Nicht alle verstehen, warum wir das verfolgen, aber der Nutzen ist dann für alle. Natürlich, jeder Mensch, und das ist normal, jeder Mensch denkt auch an sich, an die Familie, an die eigene Familie, an eigene Ziele, an die eigene Bereicherung im guten Sinne. Wir haben ja da extra dazu für diese Zwecke auch diese Technologie entwickelt. Aber hier muss man abwarten. Ich werde später näher darauf eingehen, welche Ideen wir haben. Wir haben das noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber die Ideen. Wir werden das bald anfangen, aber solange diese Datenbank noch nicht so groß ist, kann man nicht verkaufen. Diese Zellnetzwerke haben genauso Verfahren. Am Anfang eines jeden sozialen Netzwerks gibt es keine Werbung, keine Banner, überhaupt nicht. Facebook, Kontakte, Wiki, also das ist ein russisches soziales Netzwerk. Mit 600 Millionen Profilen. Also am Anfang, in der Anfangsphase gab es da keine Werbung. Dann gab es in der russischsprachigen Version Werbung, aber in der englischsprachigen nicht. Pavel Durov wurde dann gefeuert und dann haben die dann angefangen, Werbung überall reinzusetzen. Twitter haben jahrelang ohne Werbung, also ohne Monetisierung. Dann haben sie im Testbetrieb Werbung geschaltet in den USA, also in den US-amerikanischen Profilen haben sie dann Werbung ausprobiert. Und jetzt gibt es das überall. YouTube. Am Anfang auf YouTube gab es keine Werbung. Und jetzt ist diese Werbung überall und da muss man sich schon überlegen, ob man nicht ein kostenpflichtiges Profil anlegen sollte, um einfach diese lästige Werbung zu vermeiden und nicht zu sehen. Ja, also man schaut sich ein Video an und man wird, also es wird Werbung ständig dazwischen geschaltet. Also zuerst die Datenbank aufbauen, also die Gemeinschaft aufbauen. Man kann nicht mit 100.000 Menschen, mit 100 Menschen Werbung schalten, denn sie werden alle davonlaufen. Also zuerst sagen wir mal 10 Millionen sammeln
und dann werden wir anfangen. Was ist Data Mining? Sie sind ein Teil des Ökosystems. Es ist auch nicht schlimm. Also hier bei dem ganzen Umsatz, bei ganzen Umsätzen, ein Teil generiert die Digital Doubles, aber den Großteil wird unter den Minern verteilt. Und die Miner, die gewähren uns Zugang zu der Datenbank und sie bekommen auch sozusagen Honorar dafür. Das ist eine Art, Gewinne zu verteilen und zu teilen. Also hier verdienen wir nicht also an nichts außer diesen Umsätzen. Also wir heben eine kleine Gebühr für Einstellung und das war's. Denn Sie haben ja gesehen, dies und das funktioniert manchmal nicht. Ja. Also wir erheben symbolisches Geld einmal und unser Business besteht ja darin, um zu verkaufen. Und wir müssen aber nicht nur an uns selber denken, sondern auch an die Gemeinschaft. Also natürlich müssen wir auch dabei an die Gemeinschaft denken. Wenn nicht ein Mensch an der Spitze des oder eine Geschäftsführung, die Geschäftsführung ganz an der Spitze des Unternehmens das ganze Geld verdienen, sondern alle Mitglieder dieser Gemeinschaft natürlich verhältnismäßig je nach den Aktivitäten. Es gibt verschiedene Arten von Aktivitäten. Sie entwickeln ihr Profil in sozialen Netzwerken. Sie müssen nicht unbedingt verkaufen. Ich höre manchmal Fragen, warum wollen denn die Menschen nicht meine Freunde werden? Okay, dann muss man sich überlegen, dass es vielleicht etwas nicht funktioniert. Also 5000 Menschen, bei denen funktioniert alles und bei der einzige davon sagt, oh, der Service ist schlecht. Also das gibt es nicht. Jeder Mensch fünf Menschen am Tag hinzu, also 1000 Menschen, also 5000 neue Freunde und bei allen funktioniert es und bei einem funktioniert das nicht. Dann liegt es vielleicht an Ihnen. Vielleicht haben Sie schlechte Bilder oder schlechte Texte oder wollen Sie nicht posten. Also man muss sich auch verändern. Also nicht nur von anderen etwas verlangen, sondern auch von sich auch etwas fordern. Wenn ich etwas poste, dann denke ich immer, ob es interessant ist für die Menschen. Also ich meine rein ästhetisch. Also sollte man dies und das posten oder wird es vielleicht doch, sollte man vielleicht verzichten darauf, es wird nicht interessant für die Menschen. Also Data Mining, das ist, wenn wir uns zu einer großen Datengemeinschaft verbinden. Wir sind ja nicht viele, aber wir haben viele Freunde. Und diese Datenbank einer neuen Art, neuartig. Und ich bin kein Prophet. Man kann nicht hundertprozentig voraussagen, wie das dann später aussehen wird. Aber dass die Welt verändern wird, dann, das ist auf jeden Fall. Denn es gab noch nie, es wurde noch nie so ein großes Meta-Netzwerk-Verein geschaffen. Wir werden jetzt noch LinkedIn und auch andere soziale Netzwerke hinzufügen. Sie können das auch anschauen im Fragen und Antworten. Da gibt es auch Antworten, welche sozialen Netzwerke wir noch hinzufügen werden. Also alle großen Netzwerke, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter. Pinterest 2 Milliarden Dollar Unternehmenswert und 60 Millionen aktive Nutzer. Die sind nicht so bekannt wie andere, wie Instagram. Aber das ist sehr zukunftsträchtig. Und wir werden das auch hinzufügen. Also das wird ganz beispiellos sein.
ein völlig neuer Weg, die Menschen zu vereinen. Microsoft, Facebook haben etwas anderes gemacht. Wir haben das geschafft. Darauf müssen wir stolz sein. Wir haben das auf die Beine gestellt, wir haben das ins Leben gerufen. Wir schaffen die Geschichte heute. Was morgen ist, das kann man sich noch schwer vorstellen. Data Mining, das ist Technologie, Menschen zu vereinen und Datenbank aufzubauen. Wenn wir das geschafft haben, wir sind dann nicht mehr aufzuhalten. Ich habe das auch mit unseren amerikanischen Experten besprochen. Also hier in der im, im jetzt in die jetzigen Phase heute der Preis, ja? Und der Preis ist jetzt also die Technologie, die sie jetzt haben, und der Preis, das hier ist, wird völlig egal sein, wenn sie das geschafft haben. Denn zuerst schätzt man die Methode und dann schätzt man das Ergebnis, das Resultat, die Datenbank. Also wir vereinigen uns, wir sammeln die Kontakte und nachdem wir das gemacht haben, wir können uns auch umbenennen. Also diese Menschen werden uns folgen, werden mit uns bleiben. Wir müssen das nur aufrechterhalten. Die Menschen werden kommen und gehen, aber 80%, das ist der Kernbestand, das wird mit uns bleiben. Hier bekomme ich auch Anfragen. Also die schreiben, Service ist schlecht, ich kann dies und das nicht einstellen. Also wir arbeiten mit diesen Menschen, aber bei allen klappt das. Also dann heißt das, dass es auch möglich ist. Also wenn man etwas nicht weiß, dann ist es nicht so schlimm. Also Unwissen kann man überwinden mit Ausbildung. Gibt es denn Schulungen, Ausbildung? Ja, also und das ist jetzt in Diskussion. Wir werden noch Schulungen anbieten, wie man soziale Netzwerke betreut, was muss man posten, also Inhalte, welche Inhalte kommen gut an. Sonst werden sich die Menschen nicht hinzufügen. Also man muss sich selbst entwickeln und digitale Zwillinge. Das ist die Klontechnologie, wo sie sich selbst klonen. Und die werden das auch starten. Data Mining funktioniert. Momentan können sie davor schwer profitieren. Momentan. Viele nutzen Data Mining jetzt und beginnen mit dem Verkauf und verkaufen ihre Produkte über diese Datenbank. Also wir können das nicht verbieten, aber das ist keine gute Idee. Und die Menschen denken, oh, ich habe schon eine Kontaktdatenbank und sollte ich vielleicht schon mit dem Handel beginnen, mit dem Verkauf beginnen? Ja, wir haben das aber nicht für diese Zwecke geschaffen, um das jetzt diese Datenbank zu beginnen, aggressiv zu bearbeiten. Also wir sammeln jetzt die Datenbank, wir analysieren. Wir machen Analyse, wir müssen analysieren, wir müssen das auswerten. Dieser Kontakt interessiert sich für diese Themen, für diese Bereiche, der andere für die anderen. Ja, sonst ist es schlimm. Also, wenn Sie das einfach wild anbieten, irgendwelche Produkte, dann werden Sie natürlich Absagen bekommen und auch noch Aggression ernten. Deswegen. Also wir haben diese Tendenz gesehen, wir haben die auch kommen sehen. Im Prinzip, das ist ja ein Produkt für VIP-Club. Das ist die Elite unserer Gemeinschaft. Also VIP-Club ist ja der Ort für die Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben. Das heißt, der Menschen verstehen, wissen ganz genau, warum sie das gemacht haben. Wir sehen die Situation und viele verkaufen über diese Datenbank. Sonst werden die
wenn Sie das jetzt machen, dann werden Sie natürlich die Menschen einfach verscheuchen. Wir können nicht 1 Milliarde Nutzer kontrollieren, wenn wir diese Nutzer nicht für uns gewinnen. Wir können diese Kontakte, diese Menschen nicht ganz am Anfang verscheuchen. Also es gibt ja Menschen, die nicht verkaufen können, die sind nicht dazu, nicht in der Lage und die versuchen ja schon. Die sehen ja, aha, ich habe viele Kontakte, da kann ich schon beginnen. Und das ist schlimm. Also wir haben schon fast 1 Million Nutzer, aber es gibt auch Gegenwind. Es gibt ja auch Menschen, die auch sich die sich entfreunden sozusagen, also die sich löschen als Freunde, die Menschen ababonnieren. Also wir sehen die Situation, wenn wir diese Datenbank einfach nicht angetastet hatten, keiner angetastet hätte, dann hätten wir momentan schon ganz viel mehr Menschen in dieser Datenbank. Wir werden also ein Produkt einführen. Also Andrei Horatov und auch andere Kollegen werden näher darauf eingehen. Ich möchte das kurz erwähnen. Wir werden die Möglichkeit geben, ab September zu verkaufen, aber nicht in der ganzen Datenbank, sondern für einen Teil davon. Wir werden mit der künstlichen Intelligenz einen Teil von dieser Datenbank herausgliedern und diejenigen finden, die jetzt bereit sind, die NWF-Produkte zu kaufen und werden natürlich dann diese Menschen in unsere Aktivitäten mit digitalen Zwillingen mit einbeziehen. Nicht auf die ganze Datenbank, nicht die ganze Kontakte, nicht die allen Kontakte werden angeschrieben, sondern ein Teil davon von die Menschen, die bereit sind, etwas, ein Produkt zu kaufen. Also digitale Zwillinge, individuelle digitale Zwillinge und kollektive digitale Zwillinge. Individuelle, also wenn Sie sich jetzt sich selbst klonen und Sie entscheiden dann, so geh mal zu Facebook oder LinkedIn und finde für mich Investoren, Kunden, spreche mit ihnen, schicke einen Link zum Webinar oder schicke einen Link, einen Registrierungslink. Oder erzähl einfach da etwas über, also wo ich, je nachdem, wo man arbeitet, im Immobilienbereich und so weiter. Kollektive digitalen Zwillinge, digitale Zwilling, der Akademie für Privatinvestoren. Also der klont nicht Sie, sondern der klont die Vertriebsabteilung unserer Akademie, die Manager. Die sind der Akademie unterordnet. Also Sie selber, wenn es ein individueller digitaler Zwilling ist, dann können Sie ihn ausbilden nach eigenem Maß, nach eigenem Belieben. Also da können Sie ihn alles beauftragen, alles in Auftrag geben. Es ist sehr schwer, digitale Zwillinge für alle zu machen. Also wir starten am Anfang die kollektiven digitalen Zwillinge und in der Akademie gibt es dann diese digitalen. Ja. Was dran ist, darüber erzählen wir in nächster Zeit. Aber ich kann sagen, das wird die Nachfrage nach diesem Produkt ganz rapide steigern. Das wird die Nachfrage vergrößern. Warum? Weil neuer Preis für neue Menschen, für alte wird der Preis bestehen bleiben, für diejenigen, die bereits gekauft haben. Also das wird dafür sorgen, dass die Nachfrage nach diesem Produkt in die Höhe geht. Denn der digitale Zwilling wird für Sie Leads machen und wird Sie in Ihre Struktur einbauen. Aber darüber erzählen wir noch ausführlich in nächster Zeit. Data Mining ist die Grundlage. Das ist ein langwieriger Prozess. 1 Milliarde Menschen kann man oder wird man lange zusammen bekommen. Deshalb haben wir das als erstes gestartet. Es ist ja nicht schlecht, wenn Sie Ihre Kenntnisse nochmal auffrischen, wenn Sie in einem sozialen Netzwerk richtig arbeiten, wenn Sie
Posts schreiben lernen und die künstliche Intelligenz sammelt für sich eine Datenbank und dann geht die Arbeit weiter. Das ist der Sinn von dem Data Mining. Sie sind ein Teil des großen Ökosystems und je mehr wir sind, desto erfolgreicher sind. Wenn ein halbes Indien dabei ist, dann können wir vieles erreichen. Aber man muss sagen, weltweit sollten wir agieren, denn wir müssen alles kombinieren, denn es kann ja nicht so sein, dass wir nur Indien sozusagen ins Visier nehmen. Und wir müssen viele Menschen in jedem Land, auf jedem Kontinent haben, denn die Russen wollen eher mit Russen Kontakt haben, Inder mit Indern, Neuseeland und Australien dasselbe. Wir brauchen deshalb eine Struktur, die weltweit verteilt ist. Russland, Belarus, Vereinigte Staaten und so weiter und so fort. Dass wir ein paar hundert Menschen, Miner in jedem Land haben, damit wir die ganze Menschheit irgendwann umfassen und nicht nur in einem Lande aktiv sind. In Kürze, wenn man den Vorhang ein bisschen an die Seite schiebt und einen Blick auf die Zukunft wirft, wird man erwarten, digitale Kopien, digitale digitale Avatar, indem wir das Neuronetz, dem Neuronetz beibringen, wie man die Sprache richtig, also die Stimme nachahmt und so weiter und so fort. Das wird dabei helfen, dass man auch die Personen erreicht, die sonst nicht so leicht zu bearbeiten sind. Ich kann zum Beispiel nicht jedem alles verkaufen, auch die unsere großen Bosses können das nicht unbedingt. Wenn aber ein Mensch seinen Doppelgänger sozusagen trifft, der ihm etwas verkauft, dann wird das unwiderstehlich sein. Mal sehen, ob der Mensch ablehnen kann, wenn ihm das Angebot kommt, geh nach diesem Link und sieh. Wir werden neue Typen von Datenbanken erstellen, die sich der NWIF anschließen werden. Wir werden unsere eigenen sozialen Netzwerke haben, unsere eigenen Messenger, die eigenen Domain-Bereiche, die eigenen Browser, 100% Internet 3.0. Und diese ganze Produktpalette ist eine kurze Annonce dessen, dass die Zukunft in nächster Zeit eintritt. Wir verändern die Welt. Das wäre es in aller Kürze. Ich werde das Wort an Dmitri Radkovic geben. Dmitri ist ein großer Profi im Bereich Netze, im Bereich Steuerung der Kommunikationen. Ich glaube, der wird von sich noch etwas hinzufügen. Ich bin eher Produktmanager. Ich erzähle über das Produkt und dann können wir die Fragen beantworten. Ja, guten Tag, liebe Freunde. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie sehen können. Vielen Dank, dass Sie unsere Webinare regelmäßig besuchen, liebe Freunde aus Belarus. Wir unterstützen Sie, wir verfolgen die Geschehnisse. Ich hoffe, es ist bald alles vorbei und wir werden weiter gut, friedlich leben und arbeiten. Was will ich von mir sagen? Wir beschäftigen uns im Moment aktiv mit den Reisen nur innerhalb der Russischen Föderation, weil Flugverbote noch zu vielen Ländern bestehen. Wir bereisen die Regionen, wo wir unter anderem auch das Produkt Data Mining vorstellen. Ich war vor 2 Tagen buchstäblich in Ufa, da habe ich mich getroffen mit den Partnern, den WEF aus dieser Region, aus Baschkirien. Vielen Dank. Sehr gute, sehr warme Aufnahme. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Wir werden uns sehr freuen, Ihre Regionen auf Ihre Anfrage zu bereisen. Wir sind mobil. Wir können jeden Tag kommen, nach Abstimmung kommen. Wir können Datum, Zeit festlegen. Wir kommen für
ein paar Tage und können nicht mehr online, sondern offline plausibel machen, wie die Produktpalette von unserer Firma arbeitet und welche Produkte wir gemeinsam mit den WEF entwickeln werden. Was kann ich sagen zu der praktischen Anwendung von Data Mining? Alexander ist Produktmanager. Er hat sehr umfangreich, sehr ausführlich über das Produkt erzählt, damit Sie ein globales Verständnis bekommen von dem Produkt. Nicht nur die Idee, weitreichende Pläne und so weiter und so fort, sondern wir haben echte funktionierende Produkte und wir wollen, dass Sie das Bild bekommen von der globalen Entwicklung. Der Erfolg eines Menschen, das Ergebnis eines Menschen ist abhängig vom Ausmaß seines Denkens. Es ist wunderbar, dass Alexander das Produkt global entdeckt hat. Wir würden auch gerne nach Kasachstan kommen, sobald die Flugverbindung wieder aufgenommen wird. Wie gesagt, wir haben uns mit Menschen getroffen. Das ist meine Aufgabe, denn ich kommuniziere mehr mit physischen, mit natürlichen Personen, aber auch mit B2B. Muss ich sagen, dass das Produkt Data Mining von Menschen gekauft wird, um ein Teil dieser gigantischen Infrastruktur zu werden, um Data Miner zu werden. Was wollen nun Menschen bekommen? Wenn Sie über das Produkt berichten, über Data Mining an sich. Alexander hat im ersten Teil über die globale Dimension des Produkts. Wenn Sie aber dem konkreten Menschen etwas erzählen, es gibt ja ein Partnerprogramm in der NWF, es gibt Anteile, die über Marketinglinien bezahlt werden und so weiter und so fort. Partnerprogramme werden von allen Firmen jetzt angewandt und das ist ganz hervorragend. Das ist ein System, eine Möglichkeit, ein Produkt nach vorne zu bringen und dabei etwas zu verdienen. Aber Menschen, die gehören alle zu irgendetwas. Gegebenenfalls gehören sie alle zu der NWEF-Community und alle sind daran interessiert, dass die Gemeinschaft sich entwickelt, wächst, größer, stärker wird. Wir beziehen immer mehr neue Menschen ein, damit wir größer werden. Und jeder Mensch, der zu der NWEF kommt, lernt das Produkt kennen, Bildungspakete, Finanzkompetenz, Investitionen lernen und alle sind daran interessiert, die Gemeinschaft zu erweitern. Denn je größer sie ist, desto mehr Menschen schauen drauf. Jeder Teilnehmer der NWEF unserer Gemeinschaft, wir werden ja alle zu einem großen globalen Pool. Wir sind also alle interessiert an der Erweiterung. Das Produkt Data Mining erleichtert nun diese Aufgabe. Als ich in Ufa war oder als wenn ich sonst mit Menschen kommuniziere, frage ich mich, was wollen die Menschen? Das sind ganz einfache Sachen. Alle wollen so gut wie nichts tun und das ist normal. Und sie wollen, dass man dabei noch passives Einkommen hat, passives Einkommen bezieht von Investitionen oder sonst noch von irgendetwas, damit etwas anstelle des Menschen Finanzen generiert, arbeitet. Ob das Kryptowährungen sind oder fiates Geld, spielt überhaupt keine Rolle. Alle Technologien, die dem Markt angeboten werden, helfen dem Menschen bei der körperlichen Arbeit, beschleunigen manche Prozesse und, und. Die Arbeitszeit wird frei gemacht, damit Menschen verstehen, was das Produkt Data Mining ist. Das kann man in der Tat ganz leicht mit irgendetwas vergleichen. Jeder benutzt Haushaltsgeräte in seinem Leben, zum Beispiel in der Küche. Und diese Technik verkürzt die Kochzeit. Blender und Multikocher. Die Automatisierung ist so weit, dass sie ihre Zeit in der Küche um ein Mehrfaches gekürzt haben. Sie haben viel mehr Freizeit für ihr persönliches Leben, für irgendeine eigene Entwicklung. Und da die Zeit frei wird, können sie diese verwenden für ihre persönliche Entwicklung, für sich, für Kinder, für ihre Gesundheit, für Reisen und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Die Technologien sind so weit geschritten, dass
der Mensch sie immer aktiver verwenden kann, um sich Zeit zu ersparen oder Zeit für sich zu ersparen. Und die Technologie des Data Minings ist eben dafür. Alexander hat für globale Anwendungen gesprochen. So versuche ich, das Ganze auf die häusliche Ebene zu reduzieren, damit Sie das Ihren Kunden verkaufen können. Der Mensch will von seinem Wesen her nichts tun, und das ist normal, und dass dabei etwas verdient wird, finanztechnisch. Data Mining ist ein Produkt, das passives Einkommen verspricht. Das ist künstliche Intelligenz, die einem hilft, zu automatisieren, die sozialen Kontakte in den Social Media in Finanzen umzuwandeln. Es gibt ein Sprichwort, ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen klingt, aber es ist ungefähr so. Die erste Hälfte des Lebens verdienen wir unseren Ruf und den Rest des Lebens genießen wir diesen erarbeiteten Ruf, die erarbeitete Reputation. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt als für Data Mining haben. Data Mining wird angeschlossen an die Konten, nicht nur in einem, sondern in mehreren sozialen Netzwerken, und sie machen das. Sie publizieren sie veröffentlichen ihr soziales Leben in den Social Media. Sie haben das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen zu ihrem Konto, wie Multikocher, wie alle anderen Instrumente, die ihre Aufwendungen, die ihre Bemühungen reduzieren in der Produktion, im Haushalt und so weiter und so fort. Also sie haben mehr Kunden, sie haben eine größere Datenbank. Wenn wir an die Monetarisierung uns begeben, bekommt der Mensch einen Teil des Gewinns als Teilnehmer des globalen Netzwerkes. Wenn wir zurückblicken, 10, 15 Jahre zurück, so hatten wir damals noch keine solchen Möglichkeiten. Die Technologien haben aber jetzt einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und dadurch hat der Mensch größere Ressourcen dafür, dass man kreativ arbeitet. Jeder normale Mensch will, dass jemand für ihn routinemäßige Arbeit Macht übernimmt, indem ein passives Einkommen gesichert wird. Das Produkt Data Mining, wenn man das anschließt in Verbindung mit irgendeinem der Pläne für $100, für $150 oder $200, Sie bekommen dann eine Datenbank, eine Kundenbank. Und diese Kundenbank wird erstellt, wobei Sie in demselben Zeitraum Ihre eigenen Sachen erledigen. Die Datenbank wird generiert, dann verkaufen wir an die Menschen unsere Produkte Marketplace auf der Grundlage der künstlichen Intelligenz und so weiter. Alle Menschen, die Data Mining angeschlossen haben, was haben sie perspektivisch? Die haben perspektivisch eine gigantische Kundenbank, die Angebote erhält zu verschiedensten Schwerpunkten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des einen und des anderen Menschen. Data Miner sind immer plus, haben immer plus, denn wir haben eine ungeheuer breite Produktpalette, sowohl bei den WEF insgesamt als auch in unserer Firma. Und all diese Produkte decken die wichtigsten Bedürfnisse eines Menschen, geschweige denn Produkte von Dritten. Immobilien, Versicherungen, Bankensektor und so weiter und so fort. Wenn Sie das nicht selber machen, sondern wenn die künstliche Intelligenz für Sie diese Datenbank erstellt,
lässt sich das auch ganz gut anpassen. Wenn einer zum Beispiel nicht an der Entwicklung der Finanzkompetenz interessiert ist, vielleicht hat er was dazu außerhalb unseres Systems gelernt. Dann muss nicht der Schwerpunkt angesprochen werden, sondern etwas anderes. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man andere Themen in Angriff nimmt. Also man wählt einfach aus der Produktpalette das Produkt, das den einen oder der anderen interessiert. Data Miner hat Gewinn. Data Mining ist eine grundlegende Sache. Und je größer Data Mining ist, desto größer ist unser Einfluss auf die Menschen global, weltweit. Und mit Hilfe der guten Analytik verstehen wir das, der guten Analyse. Sobald wir mehr Data Miner haben, das ist abhängig auch von unserer Aktivität, wir ergreifen ja die Bedienungen, weil ich werde das nochmal erwähnen. Wir haben ein Promotion-Programm für NWIF vorgesehen. Also wir sind alle daran interessiert, dass die Anzahl der Miner rapide ansteigt und dann können wir alle verdienen. Einmal im Partnerprogramm und auch unser Einfluss wird davon oder dadurch größer auf die Menschen in Social Media. Wir verstehen, welches Produkt Alexander braucht, welches Produkt Boris haben will. Was will der Kollege in Nigerien haben oder in Amerika? Und die ganze Produktpalette wird diese ganzen Bedürfnisse abdecken. Was sind die Bedürfnisse eines Menschen? Physiologische, natürliche und so weiter und so fort. Also die Produktpalette ist automatisiert und macht es möglich, dass man unter Anwendung der künstlichen Intelligenz entweder passives Einkommen von Investitionen genießt oder passives Einkommen von den Produkten, die mit Blockchain verbunden sind und so weiter und so fort. Wo man durch Social Media einfach verdient an neuen Technologien. Und dabei ist man minimal aktiv. Man muss nicht unbedingt viel verkaufen. Die Grundlage ist das Data Mining. Wenn Sie aber den Menschen das offerieren, sollten Sie Akzent daran setzen, dass der Mensch viel davon bekommt, dass er verdient, wenn er sich diesem Produkt anschließt. Und wenn er all diese Werte versteht, also $150 pro Lizenz und wie viele Vorteile er nachher bekommt, natürlich würde natürlich keiner so etwas einfach verweigern. Man wird natürlich so eine Gelegenheit, so eine Chance nicht verpassen, so einer Gemeinschaft, einer Hochtechnologie-Gemeinschaft zu folgen. Ja, Kollegen. Ja, die Fragen aus anderen Chats, aber die Fragen, die zu unserem Thema passen. Es gibt ja lokale Fragen, dass es etwas nicht funktioniert, aber wir werden dann diese Fragen nachher behandeln, denn das Ziel ist ja, zu verkaufen, beizubringen, dieses Produkt zu verkaufen. Also wenn Sie die Fragen zum Verkauf haben, oder wie man Absagen abwehrt. Und nachher werden wir alle anderen Fragen behandeln. Ja, vielen Dank, Alexander, Dmitri. In der Tat, jedes Mal, wir bekommen immer mehr Insiderwissen. Und habe ich auch so diese Wortverbindung zum ersten Mal gehört, digitales Avatar. Ja, das klingt sehr spannend, und
Ich glaube, ich hoffe, das wird auch effektiv sein für die Mitglieder der NBF-Gemeinschaft. Wir haben heute über kollektive digitale Zwillinge gehört, auch wie man in die erste Linie registriert. Und ich möchte vielleicht kurz zusammenfassen. Und ich möchte sagen, ich möchte erzählen, welche Promotion wir nächste Woche haben. Also unser Präsidentenrat hat die Gewinner und den Preis festgelegt. Wir erwarten noch Neuigkeiten von der Marketingabteilung. Wir erwarten 100 Gewinner, die sind verteilt in 10er Gruppen. Wir werden Krypto-Unit verschenken vom 1. bis 10.000 und dann absteigend 750, 500, 250 und 100. Und die Qualifizierung dabei ist ganz einfach, damit jeder teilnehmen kann, wer sich noch nicht überlegt hat. Ab dem 1. September wird der Data Mining teurer werden. Also, um in diesem Wettlauf teilzunehmen, Sascha wird dann näher erklären, was da die Gewinner erwartet. Also, man muss dafür nur drei persönliche Verkäufe tätigen. Wenn Sie persönlich verkaufen und Ihr Team auch guten Umsatz als Team macht im Data Mining, und wenn die Teams aus Australien, Indien den gleichen Umsatz generieren, dann werden wir die persönlichen Verkäufe berücksichtigen. Also das sind ganz einfache Regeln. Wir starten das am 21. August und bis Ende September. Und Preisverleihung werden wir auf Eventi live machen am Jubiläum, beim Jubiläum der Akademie für Privatinvestoren. Also verfolgen Sie die Nachrichten und nehmen Sie teil an unserer Promotion. Ja, ich möchte noch sagen, ich möchte Alexander bitten, dass er Bildschirm aufmacht und einfach zeigt auf Russisch oder Englisch den Prototyp des digitalen Avatars. Ja, wir können das auch zeigen, aber also dieses digitales Avatar haben wir erstmal ausgearbeitet, nicht für Öffentlichkeit, sondern für interne Zwecke. Das machen wir in unseren geschlossenen Kanälen. Ein bisschen später werden wir das Ihnen präsentieren. Und momentan, jetzt, wir werden ein paar digitale Avatare machen für jede Sprache. Englisch, Italienisch, Vietnamesisch. Wir werden für jede Gruppe ein paar digitale Avatare machen, für reale Menschen. Wir werden das alles digitalisieren und in dieser Sprache können Sie dann ein Video machen, Promo. Videos, damit man in der Region Bescheid weiß, wie das funktioniert. Wir werden dieses Produkt dann allgemein in die ganze Palette unserer Produkte integrieren, denn neuronale Netzwerke müssen ja lernen, diese Videos auch nachher zu bearbeiten und zu erstellen. Diese digitalen Avatare, die werden erstellt automatisch für alle potenziellen Kunden, damit jeder das verkaufen kann. Und das neuronale Netzwerk kann hunderte Millionen von Bildern digitalisieren, aus dem ganzen Internet. Und es wird auch Videos machen.
es wird auch Videos machen zu allen Themen der Menschheit, Geschichte, Videos, auch Bilder aus Facebook, also Videomodule bei Facebook, E-Mail und so weiter. Menschen, die Videos anschauen, sie haben in der Regel keine Möglichkeit, mit ihnen direkt zu kommunizieren. Also auf YouTube gab es mal einen Messenger. Ich glaube, die haben jetzt das geschlossen oder das Problem ist ja, ja, auf YouTube, das Problem ist ja, dass man da sowieso nicht kommuniziert. Man nutzt andere Messenger. Oder ich glaube, die haben das ganz geschlossen. Also sie können das nicht direkt anschreiben, einen Menschen nicht direkt anschreiben. Also der Sinn ist ja, dass jemand ihr Video anschaut und wenn es ihm gefallen hat, dann folgt er einem Link. Also ja, das ist auch die Frage, wie viele Videos können Sie persönlich machen? Ja, wenn Sie das können, ja, denn da muss man noch 20 Programme installieren auf Ihr Rechner und dann muss man doch lernen, wie man die bedient und wie viele Videos kann man dann produzieren? Okay, Sie können ja 2 oder 3 Videos und 10 Videos pro Monat machen. Also wie werden hunderte von Millionen dieser Videos machen? Neuronale Netzwerke werden das machen. Für alle Themen zur Menschheitsgeschichte und zu jedem Thema gibt es dann auch einen Link zur NBF-Gemeinschaft. Somit können wir auch 100 Millionen Nutzer auch erreichen. Also diese Produkte können wir jetzt nicht öffentlich machen, aber diese Produkte gibt es schon und unsere englischsprachige Gemeinschaft hat sich schon vertraut gemacht damit. Wir werden jetzt einen digitalen Zwilling machen mit von Dmitri Radkovic, also digitalen Avatar. Und wir werden alle Top-Manager digitalisieren, damit jeder einen digitalen Avatar hat. Also die Technologien, die entwickeln sich. Also wir zeichnen keine Trickfilme, also mit wie bei Marvel, also 300 Millionen Dollar wert ein Film. Nein, also die Aufgabe ist ja, dass ein wirklichkeitsgetreues Video erstellt wird in 3D, aber es wird ganz 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 klasse, ganz qualitätsgut gemacht und dieser Avatar wird auch ihr Gesicht haben, ihre Stimme, auch sie persönlich, sie können das auch selber etwas aufnehmen. Also, die Idee ist hier eine andere. Der Mensch hat ein Konto im Instagram, meinetwegen. Er hat zum Beispiel 100 Selfies. Und er hat 2, 3 Stories, wo er unterwegs ist, irgendwo auf der Reise, beim Einkaufen, im Gespräch mit Freunden und so weiter und so fort. Das reicht uns. Uns reicht, wenn wir seine Fotos nehmen, wenn wir seine Stimme bekommen, um dem Neuronetz Speisen zu geben, damit dieser Avatar die Persönlichkeit nachahmen kann. Dann können wir den passenden Text einspeisen und der Avatar wird mit ihm, mit seiner Stimme sprechen und über unser Produkt erzählen. Der Mensch wird sich selbst etwas verkaufen. Also wir sind im Moment auf dem Wege der Entwicklung, aber wir wollten diese kleine Annonce machen. Also jetzt nun zu den Fragen, wenn das geht. Würden wir Fragen beantworten, die das Thema dieses Webinars betreffen. Wenn Kollegen weitere Fragen haben, nicht aus dem Gebiet, etwas bei mir funktioniert nicht, ich habe auf den Knopf gedrückt und das funktioniert nicht, es ist ein Thema eines anderen Webinars und wir haben außerdem noch technischen Support. Hier würden wir gerne die allgemeinen Fragen angehen, wie man verkauft, wie man mit Erwiderungen arbeitet und so weiter und so fort. Das würden wir gerne beantworten.
Wenn es keine Fragen gibt, dann gut. Ja, Alex, Dmitri, vielen Dank. Ich denke, hier werden wir unterstützt von den Dolmetschern, wenn sie die Fragen uns übermitteln oder einfach verlesen. Und dann können wir die Fragen unmittelbar bearbeiten. Und man kann vielleicht anfangen mit den Fragen, die bereits vorliegen. Es gibt nicht ganz so viele. Wir sehen Fragen in unserem Chat und wir haben 9 oder 10 Chats. Ja, also man muss verstehen, dass wir nur einen Teil der Fragen jetzt schon sehen. Alexander Baris, ich bitte um Entschuldigung. Wir haben, wenn wir das richtig verstehen, wir sprechen zu Promotion und Verkauf, denn 99% aller Fragen haben den Inhalt, es funktioniert nicht, ich habe den falschen Knopf gedrückt und so weiter und so fort. Das wollen wir heute leider nicht beantworten, denn das ist ein anderes Thema. Wir sprechen heute über den Vertrieb. So, die erste Frage. Geografische Begrenzungen, Data Mining und digitale Zwillinge sind nicht erlaubt in den Vereinigten Staaten, obwohl registriert. Ja, so ist es. Es ist eine amerikanische Firma. Amerikanische Staatsbürger, genauso wie europäische Staatsbürger, dürfen daran teilnehmen. Es gibt allerdings harte Anforderungen in den Staaten Europa von GDPR. Wir arbeiten daran, dass wir Zeugnisse bekommen, aber 1,5 Monate noch ungefähr werden wir keine Europäer und keine Amerikaner aufnehmen. Ich habe diese Frage schon beantwortet bei einem Webinar in Großbritannien. Wir bearbeiten die Information nicht. Wir speichern keine Daten. Aber vom Standpunkt des europäischen, des amerikanischen Regulators kann es Ansprüche geben an uns. Solange der Fall nicht geklärt ist, sehen wir davon ab, dass wir Menschen aus diesen Regionen aufnehmen. Data Mining kann die ganze Welt hinzufügen. Es ist nicht schlimm, dass wir im ersten Monat oder in den ersten 6 Monaten davon absehen, dass wir die US-Amerikaner und die Westeuropäer aufnehmen. Ich habe zum Beispiel in meinem Konto 3.000 Personen aus Indien, 1.000 Personen aus den Vereinigten Staaten, 4.000 aus Europa. Also ich habe die ganze Welt und ich kann auf die bestimmte Art und Weise die ganze Menschheit umfassen. Also sie fassen die ganze Welt um, bis auf 2 Regionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa leben nicht ganz so viele Menschen, 700, 800 Millionen Menschen insgesamt. Innerhalb von maximal 6 Wochen werden wir diese Opportunity freimachen. Das ist erstmal nicht gestattet, aber wir werden das, wir nehmen die Genehmigung einholen. Wie gesagt, in nächster Zeit werden wir diese Beschränkung aufgeben. Gut. Zeigen Sie bitte oder erzählen Sie bitte über die Marketingpläne. Ich glaube, das müssen wir noch extra besprechen. Boys und Mitri, lohnt es sich, dass wir das jetzt so angehen? Ja, wir machen Gebrauch von den Marketingplänen der NWIF und wir empfehlen sehr, dass wir den Marketingplan übernehmen aus der Akademie für Privatinvestoren. Der Code des Einladers ist derselbe. Wir sind, liebe Kollegen, alle unter demselben Obhut bei den digitalen Zwillingen, damit wir den Umsatz kontrollieren können und den unterscheiden von den Umsätzen, die Digital Doubles machen auf der anderen Seite des Marktes. Es ist uns wichtig, dass wir unseren Warenaustausch über die Akademie für Privatinvestoren steigern, weil dort Boni ausgezahlt werden in Verbindung mit dem Loyalitätsprogramm. Es werden Krypto-Units angerechnet und das läuft wieder, ich sage zum wiederholten Mal, über die Akademie für Privatinvestoren. Also wir wollen die Marketingpläne nicht vermischen. Wenn Sie bereits ein Kundenkonto, Privatkonto haben, dann können Sie in digitalen Zwilling dort ansehen. Vielen Dank.
Die nächste Frage bitte und die letzte. Ist es bis dahin, wann können wir Promotion von Data Mining machen für Menschen, die nur an Data Mining Interesse haben und nicht an der Gemeinschaft NWEF? Ja, geht jetzt gleich, auch heute, wenn Sie bereit sind, Data Mining anzubieten, zu verkaufen. Man muss sehen, in wessen Namen Sie das promotieren. Wenn Sie das im Namen der NWEF machen, dann müssen Sie referale Bezüge aufweisen, der Akademie für Privatinvestoren und so weiter. Wenn das eine andere Gemeinschaft ist oder wenn der Mensch anderweitig bereit ist, haben wir vorgesehen, referale Bezüge im Benutzerkonto des digitalen Zwillings. Da gibt es auch einen Abschnitt in Verbindung mit der referalen Bezug. Also da, Sie können auch davon Gebrauch machen. Wir haben von Anfang an verstanden, dass manche vielleicht nicht unbedingt wollen, innerhalb der NWEF das Ganze zu praktizieren, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb haben wir mit der NWEF es vereinbart, dass wir noch eine unabhängige Plattform haben für diejenigen, die noch nicht wissen, dass sie bereit sind, mit der NWEF zu arbeiten. In Zukunft werden diese Menschen vielleicht ihre Meinung ändern. Also alles funktioniert. Sie können über Ihr Benutzerkonto es machen. Produkt denjenigen anbieten, die noch nicht in der Gemeinschaft sind. Alexander hat es richtigerweise gesagt, man kann den referalen Bezug, den referalen Link nehmen vom digitalen Zwilling. Wir haben auch in unserem Benutzerkonto diese Option, also für diejenigen, die nicht in der NWEF drin sind. Und es gibt noch eine dritte Variante, ich glaube, die wird Boris erläutern. Damit der Mensch das Produkt kauft, muss man Mitglied im VIP-Club der NWEF sein. Der Mensch kann Mitglied des Clubs werden, ohne dass man andere Produkte kauft. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man das Produkt kauft nach dem Link, nach dem referalen Link als Partner der NWEF. So ist es. In unserem Fall muss man nicht Mitglied im VIP-Club werden, wenn Sie über unser Benutzerkonto kaufen. Aber so verlieren Sie alle Privilegien und Möglichkeiten der NWEF. Also da müssen Sie für sich selbst entscheiden, da müssen Sie selber sehen. Ja, genau. Dmitri und Alex haben auf diesen Moment hingewiesen. Denn selbst mit dem monatlichen Abonnement für den VIP-Club gibt es Bonus für Loyalitätsprogramme oder im Rahmen des Loyalitätsprogramms. Also man bezahlt auf der anderen Seite die Mitgliedschaft, auf der anderen Seite gibt es da auch Vorteile. Für unser Wohl ist es wohl besser, dass wir Menschen einladen über die Akademie für private Investoren. Können Sie näher definieren? Also man muss nur mit VIP-Club-Mitglied werden. Ja, da müssen Sie dem VIP-Club beitreten. Wie man das macht, gibt es verschiedene Stufen. Also auch ein Neuling, ein Beginner, Anfänger kann auch das machen mit minimaler Zahlung, $10 monatlich. Also können Sie sich das anschauen, ein Paket kaufen und dann können Sie Data Mining installieren. Also ein Mensch zahlt $10 und wird ein VIP-Club-Mitglied und dann kauft er Data Mining-Produkt. Ja, genau, ganz genau. Und er beteiligt sich dann an der Gewinnverteilung. Das ist auch das ist auch passives Einkommen, eine Quelle. Oder über unser Privatkonto, aber da gibt es ein referales Programm. Da können Sie dann direkt das abstimmen mit dem Partner, der digitales Mining, Data Mining kaufen will. Dings, haben Sie noch Fragen? Im Backoffice alle Unterlagen für Marketingprogramm auf Russisch. Wann gibt es diese Programme? Diese Unterlagen auf Englisch. Ja, wir arbeiten dran, bald gibt es auch auf Englisch.
Ich habe auf Englisch eine Frage bekommen als Privatnachricht. Kann man ein Paket upgraden? Ja, das kann man machen. Wenn das ein WNW-Partner ist, wenn das unser Partner ist, dann ja. Und wenn das ein Webpartner ist, dann muss er das selbst machen im Privataccount von NB. Aber wir haben solche Funktionen. Ja, gibt es dann auch. Ja, die Добрый день. У нас есть вопрос в немецком чате, но он, к сожалению, касается чисто технической какой-то проблемы. Ja, ich habe die Frage gestellt von Sonja. Ja, Sie können support@digitaldavas.com schreiben und diese Frage, Frau Meier, können Sie dann schicken an die. Also diese Fragen werden immer weniger. Also wir behandeln diese Fragen. Also wir antworten in der Regel im Laufe von einigen Stunden, denn jetzt bei diesem Webinar das alles zu behandeln, die Zeit ist wertvoll. Eine Frage aus Italien. Vielleicht haben Sie das nicht so ganz verstanden. Also kann eine Person Data Mining nutzen, um andere Produkte zu vermarkten, die nicht von NWIF sind? Ja, natürlich. Sie können auch nicht NWIF-Produkte vermarkten. Aber Data Mining ist für diejenigen da, die bereit sind, ein bisschen abzuwarten. Aber wir können den Menschen nicht verbieten. Nicht verbieten, wenn sie das für nötig halten, eigene Produkte zu verkaufen, dann machen sie das. Vielen Dank. Im englischen Chat gibt es keine Fragen, aber aus Italien haben wir noch eine Frage. Was ist der Preis für Data Mining Lizenz für VIP-Club-Mitglied? Und gibt es auch irgendwelche Promotion? Also, was würde eine Lizenz kosten heute? 100, 150 und 250. Und die Promotion startet in 6 Tagen. Mitri wird das genauer erzählen. Er hat das alles erarbeitet. Ich würde gerne auch ihm zuhören. Ganz kurz. Wir haben drei Tarifpläne, 100, 150 und $250. Die Preise werden sich nicht verändern. Wenn Sie Data Mining kaufen wollen, Sie entscheiden sich für ein Data Mining Produkt und dann können Sie das nutzen. Es gibt keine Rabatte. Promotion, die wir starten am 20. August für einen Monat, da gibt es keine Rabatte für Data Mining. Aber da gibt es andere Optionen, andere Möglichkeiten. Ich möchte hinzufügen, dass Krypto-Unit werden verschenkt im Business-Tarif. 260 Krypto-Unit werden verschenkt. Wir werden auch Nodes anbieten. Wir werden das bald bekannt geben. Wir haben zwei Möglichkeiten. Digital Doubles, das ist ein gemeinsames Projekt. Wir haben zwei Teams, NWIF, Fetrology AI. Wir können eigene Geschenke anbieten und NWIF kann eigene ihre Geschenke anbieten. Und wir vereinen unsere Anstrengungen, um das alles zu fördern. Boris hat es richtig gesagt.
Wir werden Krypto-Unit anbieten, also Krypto-Unit-Pakete. Wir haben Blockchain-Sparte, also Speicherplatz für Dateien, für Daten. Und wir werden Nodes für diesen Datenspeicher verkaufen, verschenken. Wir werden das alles jetzt integrieren. Bald werde ich das alles bekannt geben. Wir werden Nodes verschenken. Also die Menschen, die bereit sind zu arbeiten, die werden ihr seine Boni bekommen, Krypto-Unit, aber auch kostenlos noch eine Node. Und sie können auch daran verdienen. Das ist ja alles an einem Rechner, auf einem Rechner. Und sie können das für verschiedene Aktivitäten nutzen. Wir werden also diese Nodes verschenken. Wir werden bald alles im Detail bekannt geben, alles erzählen. Es ist eine perspektivische, also eine zukunftsträchtige Sparte. Wir werden dadurch unsere Dataminer fördern und wir werden NW-Coins, Münzen, Utility-Token, Money auch monetisieren, kapitalisieren. Also das ist eine Win-Win-Situation. Data Mining und wir entwickeln auch neue Sparte und kapitalisieren auch Blockchain. Aber das ist das Thema der künftigen Webinare. Ja, wir werden ein extra Webinar anbieten über alle Bedingungen der Promotion und wir werden erzählen, an wen die Nodes verschenkt werden, was das ist und wie kann man davon profitieren. Also wir werden alles bekannt geben. Im nächsten Monat werden wir das vollenden und wir werden das präsentieren. Alexander, eine Frage noch aus dem englischen Chat. Wenn wir richtig verstanden haben, unsere Partner in Großbritannien oder in der EU, die Data Mining Pakete gekauft haben, sie können jetzt nicht fördern und die Menschen von LinkedIn anschließen und hinzufügen, die in der EU sitzen. In Großbritannien gibt es eigene Anforderungen, also es gibt Datenschutz. Datenschutz, das ist ein bekannter Rechtsakt. Und die Engländer haben eigenen Datenschutz. Und in den USA gibt es auch ein Gesetz. Partner aus den USA, aus Großbritannien und der EU, sie können fördern und verbreiten, aber wir als Digital Doubles vorläufig, wir können keine Daten, persönlichen Daten von US- und EU-Bürgern erheben. Das ist aber vorübergehend, denn wir müssen unsere Lizenzen anpassen an das EU-Recht. Deswegen, wir haben vorläufig diese Funktion, Menschen aus der EU und USA und Großbritannien hinzuzufügen, vorläufig abgeschaltet. Denn momentan ist es nicht ganz legal. Also wir müssen da rechtlich noch arbeiten. denn wir können auch Geldbußen bekommen. Und dafür müssen wir dann Geld ausgeben. Aber wir wollen das nicht. Ja, zumal wir von Anfang an gesetzeskonform arbeiten wollen. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass wir in unserem System die Bürger dieser Länder nicht aufnehmen. Aber manuell können sie das machen. Data Mining aus der EU und aus den Vereinigten Staaten kann das Produkt aufnehmen, anschließen. Und das funktioniert in Bezug auf alle Länder außer EU und USA. Sobald wir unsere Formalitäten erledigt haben, können wir auch Freunde aus diesen Ländern aufnehmen. Es bedeutet aber nicht, dass wir Data Mining als Produkt dort nicht popularisieren sollen. So ist es. Wenn der Mensch noch kein Produkt erworben hat, kann er nicht an Promotion Data Mining teilnehmen. Ja, logisch, man muss ja Miner sein. Der Eingang ist so
preisgünstig, dass sie das einfach einmal für sich kaufen können und erst in zweiter Linie für Promotion. Wenn es keine weiteren Fragen gibt aus anderen Chats, wir haben hier einige noch aus dem russischsprachigen vorliegen. Aus dem spanischsprachigen Chat haben wir Fragen, aber die sind meistens technisch oder Angelegenheiten, wie man kauft, wie man die Familie im Paket für $500 aufnimmt, anschließt. Ja, das ist erlaubt. Darf ich antworten? Ja, liebe Kollegen aus dem spanischsprachigen Raum, wir haben mit Galina Zhukova kontaktiert. Sie betreut die spanischsprachigen Länder beim Webinar. Oder wir wollten am Montagabend ein technisches Webinar gestalten, wo wir online eine Stunde oder eineinhalb Stunden die typischen Fehler auseinandernehmen könnten. Wir haben bereits 10 Webinare dieser Art gemacht, wo wir online in Echtzeit alles besprochen haben. Unser direkter Support wird sich richten an alle meiner, und zwar immer. Unser technischer Dienst arbeitet praktisch 24 Stunden am Tag. Wir persönlich sind ständig im Kontakt. Wir haben Partner in anderen Ländern und wir helfen jedem. Es ist alles im Grunde nicht kompliziert. Es gibt drei Typen von Codes. Manche verwechseln die, aber es ist nicht schlimm. Man muss einfach auf Dreieck drücken und dieser Dreieck zeigt den Typ des Fehlers und mit diesem Fehlertyp sollte man sich wenden an den technischen Support. Also ich sage sofort zu diesem Dreieck, also einmal mit dem Cursor, mit dem Mausklick auf Dreieck gehen, Screenshot machen und an den technischen Support schicken. Wir klären das sehr schnell. So, wir haben noch ein paar Fragen aus dem russischen Chat. Neben LinkedIn werden weitere große soziale Netzwerke aufgenommen. Sie können gerne in unsere Dokumente Einblick nehmen. Dort sind diese Seiten ausgewiesen. Im Abschnitt Beschreibung des Produktes finden Sie eine Art Roadmap. Was ist Ketimol? Ketimol ist etwas Ähnliches wie Amazon oder eBay. Das wird ein großer Shop sein, aber statt Menschen wird das Ganze künstliche Intelligenz verwalten. Die Belegschaft, das Team wird 10 Personen umfassen. Es wird alles ganz einfach sein. Die künstliche Intelligenz findet Verkäufer, nimmt die Ware ab, gestaltet die Regale, schreibt die Menschen an, selber im Instagram. Wir haben sie aufgenommen, wollen sie mit uns arbeiten? Wenn ja, dann sollten sie mit uns den Vertrag unterschreiben. Dafür sind lebendige Menschen erforderlich. Andriy Khavratov hat zu diesem Thema schon sehr viel erzählt. Wenn wir es gestartet haben, werden wir Ihnen eine detaillierte Beschreibung geben. Warum Ketimol? Keti, so heißt unsere künstliche Intelligenz, die ist personalisiert und sie wird Ratschläge erteilen. Der Mensch kauft etwas, bekommt noch eine Beratung, eine Betreuung, so nach dem Motto, ich weiß nichts, was ich will, aber ich muss was kaufen für meine Freundin oder für meine Eltern. Und die künstliche Intelligenz sucht Waren oder Dienstleistungen in Abhängigkeit von sehr vielen Faktoren. Das ist ähnlich wie Amazon oder AliExpress oder eBay, aber zu 99% wird alles verwaltet von der künstlichen Intelligenz. Es gibt ganz viele schöne Sachen dort, wie Cashback und so weiter. Darf man in Social Media IT-Produkte für den Verkauf anbieten oder sollte man den Neumond abwarten? Aus meiner Sicht, das kann Boris vielleicht besser beantworten. Aus meiner Sicht unabhängig von der Mondphase. Das war ein bisschen sarkastisch gemeint, denke ich, ja. Die anonymen Frager pflegen gerne solche Sätze loszuwerden. Ja,
keine Sorge, wir haben sehr feste Nerven. Wir sind seit vielen Jahren im IT-Geschäft unterwegs und wir können Trolling jeder Art gut aushalten. Ob man digitale Zwillinge in anderen Sprachen einstellen kann? Ja, das wollen wir in nächster Zeit machen. Wenn wir Vereinigte Staaten und die Europäische Union aufgenommen haben, dann werden wir auch mehrere Sprachen haben. So, Neumond haben wir beleuchtet. Ob es gesetzeskonform ist, Angaben zur Person zu sammeln, Foto und Stimme. Ja, Juristen haben mich schon gefragt. Wir arbeiten an dem Produkt erst auch an der juristischen Seite, an den juristischen Aspekten. Aber das vorgreifend möchte ich sagen, wenn wir Daten sammeln, verwenden wir sie nicht. Wir zeigen das nur Ihnen. Außer Ihnen sieht das ja auch kein anderer Mensch. Es ist nicht so, dass man eine Kopie gemacht hat und man schreibt Ihre Verwandten in Ihrem Namen an. Das machen nur Schwindler. Obwohl es einige Affären gab, in dem Sinne, die künstliche Intelligenz hat im Namen eines Bankers angerufen, und zwar die Sekretärin wurde angerufen und die hat auf die Anweisung 100.000 Pounds überwiesen. Ja, das gibt es. Da sind Technologien und Technologien sind außerhalb von Ethik. Mit einem Messer kann man einen Menschen töten oder man kann das Messer dafür verwenden, dass man Äpfel damit schneidet in der Küche. Das ist Technologie und das ist außerhalb der Ethik. Wir werden die Technologie verantwortungsbewusst betreiben. Wir sprechen jetzt für uns. Wenn wir ohne Genehmigung der Person seine Daten sammeln, machen wir das nur, um ihm das zu zeigen. Wir werden selber das nicht weiter benutzen. Juristische Fragen werden aber nicht außer Acht gelassen. Wenn das Produkt auf dem Markt ist, werden wir auch die juristischen Einzelheiten abarbeiten. Der Anschluss von weiteren Social Media. Es gibt keinen genauen Zeitplan, aber ich denke, alle 2 Monate und später jeden Monat. Es ist eine schwierige Frage, denn technisch haben wir es gelernt, wie wir es mehr oder weniger schneller machen, aber juristisch gesehen ist es anders. Wir müssen mit jedem sozialen Netzwerk die Verträge neu gestalten, denn die haben ihre Besonderheiten. Wir sind juristisch angesiedelt an unterschiedlichen Regionen der Welt. Damit alles gesetzeskonform ist, müssen wir verhandeln. Wir wollen aber anstreben, dass wir das schnell durchziehen. Was sind Nodes? Nodes sind Computer. Das sind Computer im Grunde genommen, also Knoten. Node, Knoten ist ein Teil des Netzwerkes. Bei Bitcoin, Coin sind Computer auch Nodes. Wenn wir sagen, wir schenken einen Knoten, das heißt, wir schenken Ihrem Computer die Möglichkeit, an dem Netz beteiligt zu sein. Dadurch bekommen Sie die Möglichkeit, ein Teil des Netzwerkes zu werden. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, werden das ausführlich erzählen. Ja, Data Mining kann ich den Menschen hinzufügen und dann diese Daten. Ist es dann macht es einen Unterschied, wenn ob sich ein Mensch selber hinzugefügt hat oder den ich hinzugefügt habe? Ja, im Prinzip Sie können das, also das sind die gleichen Daten. Sie können auch selber im Account festlegen, dass sie nur mit Menschen arbeiten, die vom Roboter hinzugefügt wurden. Ich habe dann keine Fragen im russischen Chat. Gibt es dann noch andere? Ein paar Fragen noch. Dieser Knoten, diese Nodes, wird dann verschenkt oder die kann man auch kaufen. Ja, wenn wir das auf den Markt bringen, wir werden ein paar Knoten verschenken. Aber wenn Sie verdienen wollen, denn da läuft da alles auf der Proof-of-Stake-Basis, also Sie müssen da, Sie kaufen nur eine Münze, also diesen Token, legen das auf Smart Contract. Das sind Ihre Münzen, Ihre Coins. Sie können das jederzeit nehmen und ausgeben, aber wenn Sie gegen etwas verstoßen, dann verbrennt dieses Geld. Und also dann
wird der Preis auch höher, weil die Münzen aus dem Verkehr gezogen werden. Aber Sie können ansonsten diese Münzen jederzeit in Anspruch nehmen. Also das heißt Staking, Deposit oder Staking, also da werden verschiedene Begriffe benutzt. Also Sie legen das an und das funktioniert. Sie nehmen das diese Münzen und dann, das ist auch möglich. Also welche sozialen Netzwerke? Momentan LinkedIn, aber wir werden Kontakte hinzufügen, Facebook, WeChat. Kann man Data Mining in anderen MLM-Projekten nutzen? Wir haben auch die Möglichkeit vorgesehen, über unser Privataccount das zu machen. Dmitri Radkovich kann da ausführlicher erklären, denn er ist zuständig für den Netzwerkausbau. Also nicht von ihm, nicht NWIF-Netzwerk, sondern für unser Netzwerk. Ja, Sie können ihn anschreiben oder auf Kontakte anschreiben. Er ist ja überall auf Kontakte, genau, in allen Netzwerken oder ja, können Sie auch hier schreiben. Sprechen Sie auch mit Administratoren mit Betreibern von Netzwerken, sozialen Netzwerken? Nein, wir sind ein unabhängiges Projekt, also als würden Sie einen Assistenten einstellen und der wird dann mit Ihrem Profil arbeiten und er soll doch nicht dann diese Betreiber kontaktieren. Also Sie müssen nur diesen Assistenten kontrollieren. Sie brauchen keine Genehmigungen. Können Sie das irgendwie ermitteln, dass da Data gemeint wird? Nein, wir haben unser System so aufgebaut, dass Sie das nicht feststellen können. Die kämpfen gegen Spam, die bekämpfen Spam, aber wir machen das nicht. Wir machen kein Spam. Denn wir, bei uns ist es nur schriftliche Kommunikation und Freunde hinzufügen. Kann man für $100 jetzt kaufen und dann upgraden? Ja, können Sie das machen. Dann meiner wird verdienen nur vom Verkauf oder vom NWIF. Also wir verkaufen verschiedene Produkte. Und meiner wird verdienen an jedem Verkauf. Das ist die Idee. Promotion habe ich schon beantwortet. Upgrade, ja, von $100 dann auf höhere Tarife upgraden. Das ist auch möglich. Wenn Sie dann eine Sprache sprechen und auf LinkedIn wird Englisch gesprochen, das ist die Tradition auf Englisch. Aber auf LinkedIn wird Englisch gesprochen. Ich komme aus Russland, aber ich kommuniziere Englisch. Sie können auch andere Sprache einstellen. Sie können auch diese Sprache mit den Menschen in Ihrer Region sprechen. Ja, juristische Personen, können Sie auch Data Mining kaufen? Ja, das ist die Frage. Ja, wir haben solche Möglichkeit. Ja, da müssen Sie einfach die Registerkarte wählen. Und NWIF, Andrei Khovratov, hat eine ganze Strategie bekannt gegeben. Man will 1 Million Unternehmen nutzen. Ich würde ein ambitionierteres Ziel setzen, 10 Millionen, nicht in einem Jahr, vielleicht in 2 Jahren, denn wir haben mehrere Projekte. Dateienspeicher, Eugene, all diese Projekte, das ist eine Palette für Unternehmen. Die Menschen werden sich das anschauen, werden sich anschließen und je nach der Motivation ein Unternehmen wird auch das nutzen. Deswegen von 1 bis 10 Millionen Unternehmen ist auch möglich in ein paar Jahren. Naja, die Unternehmen können das machen, können das kaufen. Sie können auch Nodes, Blockchain-Nodes kaufen, Dateienspeicher kaufen und wir haben noch ein Projekt, eine Datenbank. Da gibt es auch Messenger. Das ist alternatives Internet und Unternehmen können sich anschließen und auch mit diesen Nodes verdienen.
Das habe ich beantwortet. Was würden Sie empfehlen? Also wir haben mehrere Präsentationen über unsere Produkte. Wir werden auch unsere digitale Avatare auch einführen. Mein digitales Avatar. Wir werden jetzt erst das Interview machen. Also es wird Frage gestellt. Ich bin persönlich, also ich bin dann im Bild ich und mein Avatar und wir werden Fragen beantworten. Wir sind beide dann in einem Bild und wir werden so einander die Fragen stellen und das wird die erste Probe sein. Und dann kann das auch jeder ausprobieren. Menschenkontakte, VK, es gibt Informationen, dass Kontakte Profile sperrt. Ja, die sperren sehr, sehr viele Profile. Aber der Sinn unserer Technologie ist, diese Sperrungen zu vermeiden. Sperren, denn die Kontakte sperren diejenigen, die spammen. Wenn sie keinen Spam verbreiten, wenn sie keine aggressive Werbungstechnologie nutzen, dann werden sie nicht gesperrt, weil sie ein lebendiger Mensch sind. Und wir arbeiten auch mit Juristen. Also wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wir werden das auch natürlich alles überwinden und bearbeiten. Kann ein Mensch aus Deutschland Data Mining anschließen? Ja, Deutschland ist ein wichtiges Land, zentrales Land in der EU. Ich glaube, die viertgrößte Wirtschaft weltweit. Natürlich, Deutschland ist sehr wichtig. Wir müssen auch uns entwickeln in diesem Bereich. Ja, Sascha, ich habe gesehen, es kommen ganz viele Fragen zu LinkedIn, zu den Einstellungen. Nein, diese Fragen muss ich leider ignorieren, weil wir sonst das nicht schaffen. Ja, die Fragen kommen zum wiederholten Male, aber wir machen unbedingt dann das entsprechende Webinar. Gibt es Werbespots? Ja, jede Menge und bitte machen Sie ruhig Gebrauch davon. Zu welchem Thema muss man posten? Zum privaten Leben, also nicht übers Arbeiten, sonst denkt man, es ist Spam. Fangen Sie zunächst an mit Ihrem Leben, dann sind die Menschen kontaktfreudig und später kommt es zu geschäftlichen Themen. Wie kann man mit Radkovic Kontakt aufnehmen? Da sitzt er. Werden Nodes für Computer verkauft oder muss man Server abonnieren? Beides geht. Kasachstan in nächster Zeit. Wir würden gerne kommen. Wir haben dort ein partnerschaftliches Netzwerk von den Partnern, von den Investoren und Freunden. Das Problem ist im Moment, dass die Grenzen zu sind. Was gibt es sonst? Den chinesischen Markt über WeChat erschließen? Ja, es gibt QQ, Weimai, WeChat. Einige größere chinesische Projekte. Wir werden die unbedingt im Auge behalten. Aber WeChat ist ja am bekanntesten, ich will nicht sagen das älteste Projekt, aber eines der populärsten Messenger mit Ausstattung eines Social Media. In jedem Service gibt es ungefähr 1 Milliarde Nutzer. Also welchen Service man auch nehmen würde, wird das Ergebnis gut sein. Instagram wird auch gestartet werden. Bitte verfolgen Sie unsere Aktualisierungen. Das haben wir in Katimol und Pinterest und Instagram sind beide sehr interessante soziale Netzwerke. Ich würde jedem raten, einen Account in Pinterest.com einzurichten. Das sind Ideen für Begeisterung. Sie laden ein Foto herunter und Sie bekommen aus der ganzen Welt ähnliche Fotos oder Fotos mit der gleichen Idee. Zum Beispiel Boot fahren. Zum Beispiel, Sie sind auf See. Ich habe
Sobald ich das Foto heruntergeladen habe, bekam ich viele, viele verwandte Fotos aus dem Bereich extremaler Sport. Wie gesagt, wir werden daran bleiben und wir werden die Welt mit neuesten Entdeckungen verwundern. So, wir sind fast 2 Stunden online. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir jetzt alles abrunden, denn es sind fast alle müde, ich nicht. Eine Frage aus dem italienischen Chat. Der Preis der Lizenz einmal lebenslänglich oder gibt es Abonnements? Nein, das ist eine lebenslängliche Lizenz. Wir haben das mehrfach beteuert. Es ist nicht für eine Woche, nicht für einen Monat, nicht für ein Jahr. Vielleicht kommen neue Produkte hinzu, die werden vielleicht noch extra kosten, aber es sind neue Produkte. Und dieses unser wichtigstes Produkt erfordert keine zusätzlichen Zahlungen. Alle anderen Upgrades, neue Produkte, neue Social Media, die sind alle innerhalb dieser Lizenz kostenfrei. Oder Upgrade kostet Geld. Also wenn man von einem Produkt auf das andere umsteigt, es muss nachbezahlt werden. Aber wenn das Produkt gekauft ist, dann ist es für einmal und für immer gekauft. Vielen Dank. Ja, was noch zu dem Programmierer? Bitte schreiben Sie uns gesondert an info@digitaldoubles.com und wir werden uns überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Es ist gut, dass Menschen unser Produkt vermarkten wollen. Wir werden sehen, wie wir das am besten hinkriegen. Also, ich sehe, wir haben alle Fragen beantwortet. Im russischen Chat Fragen zu unserem heutigen Thema. Also, liebe Kollegen, bitte nehmen Sie uns nicht übel, wenn wir die privaten Fragen zur Einstellung nicht beantwortet haben. Es gibt tausende von. Wir werden das beseitigen durch technischen Support oder im Rahmen der regionalen Webinare in allen Sprachen. Wir machen lokale Webinare, kommen Sie dazu. Und Sie können dort gerne Fragen stellen. Und da kann man ruhig alle Fragen erledigen. Oder schreiben Sie Support an. Wir antworten in 2 Sprachen. In nächster Zeit werden wir in allen Sprachen antworten, damit Sie es komfortabel haben. Technische Einstellung. Alle Fragen werden erledigt. Das Ziel unseres Webinars besteht darin, dass wir den Vertrieb lernen. Denn unsere Aufgabe besteht darin, dass unser Produkt nicht von 100 Personen gekauft wird, sondern von mehreren, mehreren Tausenden. Noch eine Frage zu den Notes, die wir schenken wollen. Es ist ein großes Thema. Und was ist mit den anderen? Die anderen werden kaufen können, sobald wir den Verkaufsstart ausrufen. Also wir schenken eine bestimmte Zahl von Coins und sämtliche Einstellungen. Der Mensch kann das gerne nutzen oder verkaufen und alle anderen werden das, wie gesagt, erwerben und nutzen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Alexander. Vielen Dank, Mitri. Und ich möchte gerne sagen, wir hatten heute ein offenes Webinar für die Sprecher, damit sie zu unserem Produkt informieren können. Ich möchte aber sagen, dass wir ein geschlossenes Treffen von Minern haben werden, ein Support-Webinar für Miner und das wird sein am 26. August am Mittwoch. Das wird ein geschlossenes Treffen sein, direkt für Miner und für Teilnehmer des VIP-Clubs. Wir werden noch am Kontakt arbeiten und ich denke, das wird dort im Detail sprechen. Wir werden uns ein bisschen vertiefen in die technischen Aspekte. Das wird etwas sein für die geschlossene Gesellschaft, damit sie motiviert sind, dass sie an dem VIP-Club teilnehmen. Boris, ich möchte noch Folgendes hinzufügen. In den nächsten Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch in russischer Sprache werden wir
im Büro von der NWIF sein und wir werden dort eine Reihe von Treffen zu Data Mining organisieren. Wir werden dort uns nicht nur aufhalten, sondern wir werden dorthin umziehen. Unser Büro wird ein Teil der Akademie für Privatinvestoren sein und sie werden uns jederzeit finden können in Moskau City. Und in den Staaten werden wir unser Büro auch entwickeln, nachdem die Pandemie vorbei ist. Wie gesagt, vielen Dank. Für Partner und Kollegen aus Kasachstan. Wir verstehen, dass das Land sehr groß ist, mit großen Chancen und Opportunities. Bitte treten Sie in Kontakt mit mir oder mit Boris und wir planen ein Webinar ein. Kasachstan ist sehr zukunftsversprechend. Es ist eine Möglichkeit für das Vorrücken in Richtung Asien, arabische Länder, Indien und, und. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe, dass auch unsere Teilnehmer sich bedanken. Liebe Kollegen, vielen, vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut, mit Ihnen zusammen zu sein. Rahmet, vielen Dank. Und wir unterstützen Belarus so weiter und auf Wiedersehen. Vielen Dank, liebe Freunde. Wir sehen uns offline und online, beides. Alles Gute, viel Erfolg. Tschüss.